Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr wackeren Gefährten, in den Königreichen von Lamour. Wir haben jetzt unsere Karte ausgebaut, wir haben all möglichen Krams eingelagert, wir können jetzt endlich looten, so wie wir es immer tun wollten. Ich gucke jetzt mal, Weberkarte ausbauen. Ich habe die Weberkarte zwar ausgebaut, dabei aber noch nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Billys ID hat noch mehr Erweiterungen Stimmt etwas nicht? Das schauen wir uns jetzt mal ganz kurz an. Bevor wir jetzt weiter Quests machen, will ich es mal ganz kurz Was gibt's? Garana oder Barton, ich weiß nicht, wer von Ihnen uns lebendig aus all dem rausgeführt hätte. Oder zumindest die von uns, die noch hier sind. Ich weiß nur, dass ich die Fenster schließen und den Keller überprüfen muss. Und ich bete, dass die Spinnen die Risse in den Dachschindeln nicht entdecken. Die entdecken einfach alles. Wir verbessern mal unser Häuschen. Ja, ein Labortisch wäre sicherlich hilfreich. Für ein wenig Gold könnte ich einen entsprechenden Raum anlegen. Das wäre super. Für 378, der ist voll günstig. Der Labortisch dürfte euch in dieser Gegend ausgesprochen nützlich sein. Was könnt ihr denn noch so machen? Die Erweiterung des Erdgeschosses ist an ihre Grenzen gestoßen. Für ein wenig Gold könnte ich allerdings noch einen Dachboden hinzufügen. Das wäre fantasterös. Wartet nur ab, bis ihr den Dachboden seht. Ihr werdet überwältigt sein. Vor allen Dingen ist der so günstig, das gibt's ja gar nicht. Nun, wir müssen zwar auf das Flussbett achten, aber für ein wenig Gold könnte ich noch einen Keller anlegen. Ja, hau raus, die Pampe. Ich werde den Keller anlegen und auch für einige Pflanzen und Reagenzien sorgen. Ihr werdet es lieben. Das ist ja ein super Typ. Wenn ihr weiteren Lagerraum benötigt, kann ich euch für ein wenig Gold euren Keller erweitern. Lagerraum ist super. Mach hin! Seid vorsichtig, wenn ihr reingeht. Irgendwie ist während des letzten Ausbaus eine Spinne hineingekommen. Ja, das ist kein Problem. Ich kann euch den Keller noch ein letztes Mal erweitern, um euch mehr Platz für die Pflanzen dort unten zu verschaffen. Es kostet allerdings ein wenig Gold. Das macht überhaupt nichts hier. Das wird der letzte Ausbau sein, den ich für euch durchführen kann. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Tschüss. Gebt auf euch Acht. Das mache ich natürlich. So, und wo ist denn, welches ist jetzt, ist das hier unsere Karte? Das Wauner-Haus. Ich würde die einfach nicht erkennen. Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Das da drüben, ne? Hier geradeaus. Verlassenes Haus. Das hier sieht doch nach unserem Häuschen aus. Weberkarte, die ist es. So, immer zweimal F drücken, damit wir reinkommen. Oh ja, voll nicht übertrieben. Genau den wollte ich hier drin haben. Oh, vor allem hier mit dem Kopf genau auf der richtigen Höhe. Da ist natürlich ein Traum, so eine Statue hier drin. Das ist einfach ein Geschenk. Waffenständer. Nehmen wir einfach mal mit, können wir später verkaufen. Hier haben wir die Chemie-Ecke, das Chemielabor. Hier haben wir unsere Trüchen, die Essecke haben wir da. Hier geht es... Ein Liederbuch, ein Traum. Hier geht es nach oben auf unseren neuen Dachboden, da gucken wir natürlich auch gleich mal. Ach, schön hier. Aussehen anpassen? Ach. Ach, wat. Da können wir einfach alles neu machen. Lidschatten, Frisur können wir ändern. Ich weiß nicht, warum ich das machen wollen würde. Ich finde, das ist ein bisschen doof, weil man kann sich ja dann nicht mehr mit der Person identifizieren. Wobei, man kann ja auch nicht alles neu machen, ne? Lidschatten ein bisschen, nur ein bisschen anpassen. Die Frisur vielleicht ein bisschen ändern. Hier ja die Haarfarbe mal. Mach mal rot. Hier so, ne? So ein bisschen Spock-mäßig sieht das jetzt ein bisschen aus. Wie hieß die eine noch? Habe ich vergessen. Tipol. Weißt du schon. So geht natürlich auch, aber irgendwie weiß ich nicht. Ich fand uns das schon mit am besten. Ist zwar schön, dass wir das machen können jetzt, aber... Ich habe da eigentlich gar kein Interesse dran, ehrlich gesagt. Accessoires, Schmuck, ja, Tätowierung, Intensität, da können wir vielleicht noch ein bisschen hochdrehen. Dann haben wir richtig Blut im Gesicht. Oder wir drehen es ganz raus. Das sieht aus, als wäre es jetzt blutüberströmt, aber ich glaube, dass ich lasse das mal hier so dezent einfach fertig kommen. Ist schön, dass es geht, schön, dass es möglich ist, aber so richtig Interesse habe ich da gerade gar nicht dran. Das Abenteuer 4 nehmen wir natürlich mit. Hier mache ich mal ein bisschen Aufräumaktion, Frühjahrsputz.
Die Dame weiß, wie es geht. Hier kriegen wir eine Rechnung und eine Fibel aus Kannerock. Lesen wir uns natürlich gleich alles noch durch. Obwohl wir noch genug zu tun haben, natürlich. Hier soll eine Spinne irgendwo sein, ne? Ach, das ist ja cool. Die hat uns wirklich einen schönen Garten hier gebaut. Das ist ja voll toll. Voll nette Mann. Gemmschleif, Alter. Ich wusste nicht, dass er hier sowas eingebaut hat. Hat er einfach als Bonus gemacht. Und hier soll irgendwo eine Spinne sein? Sehe ich hier gerade ehrlich gesagt nicht. Da fehlt eigentlich nur noch eine Schmiede hier. Fehlt eigentlich nur noch eine Schmiede hier drin. Ich hätte mir noch weitere Truhen gewünscht, dass wir zum Beispiel Dokumente hier unten ablegen können, Dokumente im Keller lagern und dann vielleicht so einen Rüstungsraum, wo man Rüstung in die Truhe legt. Sowas in der Richtung wäre auch schön gewesen. Aber ich will ja mal nicht zu gierig werden. Doch, will ich doch. Will ich immer. In Rollenspielen, wo es möglich ist, baue ich mir die Häuser auch immer so aus. Dann habe ich immer so einen Themenraum, Schmiederaum oder sonst irgendwas und dann habe ich da die Rüstung drin und sowas. Halt also so ein bisschen, dass es passt. So. Was wollte ich gucken? Ach ja, genau. Wir haben neue Dokumente. Zum Beispiel das Abenteuer 4. Abenteuer lesen wir später. Tills Sammlung halt auch. Und das Liederbuch können wir jetzt lesen. Die Witwe und Helter Neunpflock. Am Bächlein klar sitzt Helter, ein Essen sich zu angeln. Die Witwe kommt mit Spinnenbrut und Helter sagt trotz Bangen: Helter Neunpflock nennt man mich, und zückt Drosch seinen Stab. Er stellt sie vor die Wahl: Lass mich oder find dein Grab. Die Witwe lacht, die Spinnen bleiben, sie hebt die Hand zu Helter. Bist du es, der zur Braut mich macht? Ihr Lächeln kalt und kälter. Helter weiß um die Gefahr, doch schön, das ist sie sehr. Sein Leben aber ist ihm lieb, er weist sie ab, es fällt ihm schwer. Der Bräutigam, den du begehrest, er heißt gewiss nicht Helter. Die Witwe aber sagt: Mach mich zur Braut, ihr Lächeln kalt und kälter. Der kluge Helter darauf sagt: Nur dann du zum Gemahl mich kriegst, nur dann und niemals anders, wenn einen Tänzer du besiegst. Die Witwe lacht, ihr Hunger groß, das werd ich wohl gewinnen. Nun denn, fragt sie, der Tänzer ist. Helter zeigt auf ihre Spinnen. Der Tanz beginnt und Helter spielt ein Lied auf seiner Flöte. Acht Beine tanzen flinker, die Witwe kommt in Nöte. Sie gibt auf und zieht von dannen, unser Helter angelt weiter. Dem Tod entronnen ist er froh, sein Lächeln breit und breiter. Wir müssen die Witwe also zum Tanzen herausfordern. Eine Fibel aus Kannerock. A für Arsen, Giftpilze im Wald, B für Brücken zum Schutz von uns allen, C für Chitin, hart und kalt, D für das Dunkle voll Gefahren und Fallen, E für Ekel vor klebrigen Krallen, F für Füße, acht an Beinen, G für Gold für geerntete Ballen, H für Hass, einem jeden den Seinen, I für Igitt, vor Abscheu wir weinen, J für die Jagd auf die grauseligen Spinnen, K für das Krabbeln der Großen und Kleinen, L für den langen Kampf, wir gewinnen. M für ihr Maul, weiße Zähnen darinnen. N für die Nacht, der Spinnenrevier. O für Ohnmacht, durch das Gift ganz von Sinnen. P für die Pein, die ertragen wir hier. Q für die Quaddeln vom Gift von dem Tier. R für Rache, die wir werden üben. S für Spinnen, das dachte ich mir. T für Tote, hüben wie drüben. U für Unbill, das Leben zu trüben. V für Vorsicht, die immer ich war. W für Wahnsinn in heftigen Schüben. X für Extrem. Gefahr. Y für Lyrik als Warnung für mich. Z für die Zeit zu lernen dies Gedicht. Ja, da kann alles noch so schlimm sein. Offenbar hat man immer noch genug Zeit, ein Gedicht zu schreiben. So schlimm kann es ja nicht sein. So, wir tüten mal eben ein. Das Liederbuch möchte ich eintüten, das Abenteuer möchte ich eintüten und das war's auch schon. Was ich eintüten möchte. Okay, von da oben haben wir, glaube ich, schon. Die Stahlhammer und sowas, das können wir alles verkaufen. Das sollten wir auch machen, bevor wir losziehen. Denn uns steht da heute noch eine Reise bevor. Ich weiß, wir haben schon 10 Minuten mit Rumeideln verbracht. Aber so ist das Leben eben mit Rollenspielen. Was gibt's? So, nichts. Ich dachte, ich gehe mal ganz kurz Plunder verkaufen. Denn wenn wir jetzt in Richtung Schloss ziehen, möchte ich gerne leere Taschen haben. An dich. Verkaufe ich, liebe Bäckri. Die Witwe. Frau Dorf wird nicht. Ich habe sie gesehen. Diese ja, ja. Bestie. Ja, ja, du hast alles gesehen. Ich bin sehr froh. Sin with Sebastian hast du gesehen. Das kommt alles weg. Und ansonsten, die Seidenerntehandschuhe weiß ich noch gar nicht.
Sie haben meinen Gemahl vor meinen Augen in... Haltet euch vom Wald fern. Das kann ich leider nicht, denn ich muss ihn aufräumen für euch, damit ihr nicht weiter in Angst leben müsst und euren Gasthof weiterführen könnt. So, ich studiere die Mappe. Die Schattenbachgrotten. Adens Hütte, die Balladenbibliothek. Da wollen wir auch noch hin, an die Balladenbibliothek. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das Schloss ist. Der Tockhof, die Splitterfelstiefen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wo das Schloss ist. Ah. Ja. Ich schaue mich um. Aber ich sehe nur Wälder. Ich sehe kein Schloss. Und natürlich ein bisschen Loot. Fängt ja Loot an. So, ich laufe mal in diese Richtung. Hier, wo dieses riesige Monument steht. Vielleicht haben wir da ja Glück. Ich glaube, hier war es auch in der Nähe, oder? Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf der Karte ist es nicht verzeichnet, wie es aussieht. Ich guck mal ganz kurz die Gebietskarte an. Schattenbachgrotten. Katschkranwyn. Aha. Schloss Jolvan, da oben ist es. Ach, da haben wir eh die Quest. Wir müssen also nach Norden, nicht nach Süden. Vielleicht machen wir mal die Quest eben an. Zahn um Zahn. Herstellung, lalala. 15 Giftdrüsen, das machen wir nebenbei. Flammen sammeln, lose Enden. So, Schlachtruf haben wir auch noch auf dem Plan. Jetzt gehen wir aber erstmal in den Norden. Jetzt gehen wir gleich erstmal in den Norden. Sobald wir hier trübe Eisscherbe und ein bisschen Purpur, Sinterdecke oder was immer das ist. Und ich werde natürlich nicht nach jedem Kräuterlein hier Ausschau halten. Ich werde nicht bei jedem Kräuterlein Stopp machen, auch wenn da mal eins ist, was blinkt. Das hier liegt auf dem Weg, das können wir mitnehmen. Aber generell werde ich mich da auch vornehm zurückhalten. Außer bei dem hier. Mist. Haben wir den MP3-Player da vorne schon? Ich glaube ja, ne? Oder Spinnenweben im Gesicht. Ne, den haben wir noch gar nicht. Ach, sieh an, der ist ja gleich ums Eck und den haben wir noch gar nicht angehört. Eine Witwe mag ich sein, doch muss meine Brut ich nähren. Unsere Geliebten mögen fort sein, doch ihr Opfer werden wir nicht vergessen. Und auch nicht, von wo es kam. Eine Witwe mag ich sein. Ach, Garana hat ja nicht lange überlebt. Tja, das nennt sich dann wohl Gerechtigkeit. Schickt das Himmelsfahrtskommando los und stirbt dafür selbst. Ein einsamer Tod inmitten der Spinnen. So, Tyrdons Angriff, das ist sehr gut. Das können wir gleich brauchen, fürchte ich. Denn hier kommen wir zum Schloss Jolvan. Es sieht tatsächlich ganz jolvinös aus. So. Neuer Ort entdeckt. Bäh. Der Stab scheint super zu sein. Ist leider besser als unser alter Stab, obwohl ich den sehr vermisse, den Feuerstab. Aber so haben wir mal was Neues und der macht auf jeden Fall gut Zunder, kann man nicht anders sagen. So, der Stab macht gut Zunder und hier geht es runter. Da will ich aber nicht hin, denn wir wollen ja, zum Schloss. Wo geht's da hin? Auch da scheint es irgendwo runter zu gehen, wahrscheinlich in den Keller des Schlosses. Hinunterspringen, das sieht mir einfach zu dubios aus. Ich fürchte aber, genau das werden wir tun müssen. So, anderen Eingang finden. Wir wissen doch alle schon, wo das enden wird. Ich gucke trotzdem mal auf die andere Seite des Schlosses, nur aus Prinzip. Hier gibt's nichts. Na gut. Ach, guck mal, der andere Eingang ist sogar markiert. Das ist ja easy going hier. Gefunden hatten wir es eh schon. Und dann hinab. Hinab. Oh weh, oh weh, oh jemine.
Und ein weiterer MP3-Player der Witwe. Jolvan steht stolz und mächtig. Geformt und geschaffen von Feien vergangener Zeiten. Wenn ihr uns hört, so schlafen wir noch. Doch seid frohen Mutes, Neuankömmling. Unsere Mächte sind alt, doch unsere Siege ewig. Wir haben dem Netzwald und den Wäldern des Sommers den Frieden gebracht. Ist das der Feier, der das aufgenommen hat? Aber die leben ja sowieso immer wieder. Ich weiß gar nicht, ob die Skelette müssten die ja haben, aber die werden ja eh immer geformt. Ist das eine Falle? Ich bin höchst misstrauisch bei Schlössern. Und da haben wir gleich den nächsten Stein. Zu wenig Spinnen hier. Aber die können sich hier auch gar nicht aus der Erde rausgraben. Sagte ich zu wenig Spinnen? Ich bitte das zu revidieren. Es kann gar nicht genug wenig Spinnen. Alter. Da unten. Na, ist ja ein richtiges Rapunzelschlösschen. Fäulnis und Verfall und Schmutz wuchsen aus diesen Sümpfen und Tälern und verbreiteten sich wie Krankheiten. Angeführt wurden sie nicht von einem Monster, nicht von einer grauenhaften Kreatur, sondern von ihr. Ihr, die allein schreitet, der Mutter von 100.000 Spinnen. Sie ist eine Königin des Netzes und des Gifts. Sie nennt sich selbst die Witwe. Also scheint doch was dran zu sein an den Gerüchten. Die Witwe. Und da sie selber einen Stein besprochen hat, ist sie wohl humanoider Natur. Und sie führt die Spinnen an. Aber welche unheilige Verbindung steckt dahinter? Oh. Was war denn jetzt hier die Falle? Ach, hier ist die Falle. Die habe ich zuerst gar nicht gesehen. Ich muss also darauf achten. Okay, hier ist auch wieder eine. Lohnt sich nicht wirklich, aber naja. Haben wir es immer mal gemacht. So, da drin sind einfach nur Spinnen. Wo ist denn hier dieser... Wo ist denn hier? Ist noch so ein Stein. Hier soll der angeblich sein. Über uns? Unter uns? Ich weiß es nicht. Ich will die Steine alle hören. Ist ja eine Quest, haben wir gerade gesehen. Vielleicht ja dort unten. Dort unten oder vielleicht dort droben? Nun denn. Dort noch ein Pflänzelein. Ich laufe erst all die Wege ab, damit wir möglichst viele von diesen Steinen finden. Hier ist auch noch einer in der Nähe. Das sieht ja einladend aus hier. So sprich. Das Wetterdach erstreckte sich weit hin und hielt das Licht des Sommers ab. Doch wir drängten weiter vorwärts nach Katrus in die Höhle der Witwe. Wir waren bei unserer Ankunft geschwächt, doch sie war noch schwächer, da ihre Kinder vor unserem Marsch gestorben waren. Nach Eschara verbannten wir sie, und dann spürten wir den Ruf des Winters. Einige fielen in den Schlaf, ich hielt Wache. Aber offenbar kamen sie ja zurück. Stufenaufstieg, das ist ja angenehm. Da bringen die Steine gleich noch was mit. Sinnesschärfe, erhöht die Menge an Gold, die Blickrichtung von Gegnern. Und hier, du kannst Fallen entschärfen. Das würde ich gerne erreichen mindestens. Deswegen nochmal Sinnesschärfe. Und hier können wir nochmal bei der Zauberkraft eben gucken. Was wollen wir denn jetzt bei der Zauberkraft noch machen? Den Schild, naja, Tippe die Taste an. Das haben wir immer noch nicht probiert übrigens. Du hast unzählige arkane Geheimnisse ergründet und benötigst nun deutlich weniger Mana, um deine Fähigkeiten einzusetzen. Sämtliche Zauberkosten sind nur 10% verringert. Also doch auch der Schild, oder? Ich mach das gerade mal. Was brauchen wir hier? Erfordert 20 Punkte. Jetzt haben wir, glaube ich, gerade 11. Huch. So rum. 10. Ja, jetzt haben wir 11 Punkte. Und hier plus 10 Körperschaden mit Stäben. Und da haben wir 25 Schaden mit Stäben. Ich glaube, das möchte ich ausmaxen. So.
haben wir Stufe 6 von 6, haben wir möglichst viel Schaden mit den Stäben, das ist ganz gut, plus 30% und 14 Körperschaden. Ich glaube, das reicht erstmal. Und wir bleiben... Ach, Initiant. So sind wir Initiant. Ich guck mal ganz kurz auf der Karte. Ah, wir kommen dann da noch durch, wie es aussieht. Verbleibende Wissenssteine, hier standen wir. So glaube ich. Ich möchte nochmal ganz kurz zurückgehen, denn wir hatten noch eine Tür ausgelassen. Ach, ich bin ganz ausgelassen. Und die Tür würde ich auch gerne mitnehmen, auch weil dahinter Spinnen waren. Und ich möchte ja gerne alles ausräumen, natürlich. Da müssen wir einmal hier entlang. Interessante Architektur. Ich weiß gar nicht, wo wir da langkommen, ehrlich gesagt. Aufschließen, Mittel. Na, das kann ja heiter werden. Drei von den Prismären haben wir. Na, super. So. Na, dann kommt mal her, ihr kleinen Krabbler. Was ist das denn? Das sind keine Spinnen. Lass sie kommen. Kein Rollenspiel ohne Riesenratten. Okay. Und ich hörte es gerade wieder krabbeln. Hier ist alles in Spinnenweben gelegt und sie nähren sich von den Resten, die die Spinnen übrig lassen. So glaube ich zumindest. Sicher weiß man das natürlich nicht. Und noch ein Flinzelein. Eine Truhe. Die nehmen wir natürlich mit. Und wie bereits gesagt, wir wollen natürlich alles absuchen. Wir wollen das ganze Schloss erkunden. Deswegen eben nochmal ganz kurz der Umweg. Und dann haben wir diese ekelhaften, widerlichen Riesenratten gefunden. Ich weiß nur nicht genau, wo geht's denn da vorne hin? Das müsste doch theoretisch der Hauptausgang sein dann, oder? Nach Jolvan. Ja, ja, da wollen wir noch nicht hin. Okay, wollte ich nur mal gucken, weil wir ja hier nur durch den Nebenausgang reinkamen. Aber wahrscheinlich müssen wir den später dann nicht mehr nehmen. Wobei da so eine Klippe ist vor dem Ausgang. Das heißt, ich glaube, deswegen müssen wir immer durch den Hinterausgang. Hintereingang, Hinterausgang, weiß ich nicht. Irgendwie so ein Ding, da müssen wir rein. So, weiter geht's. Hier waren wir schon, hier haben wir schon geguckt. Da haben wir noch ein paar Töpfe, die lasse ich mal stehen. Und da haben wir noch eine Kiste. Ich halte jetzt nach Fallen Ausschau. Mittel, na Glückwunsch. Ja, toll. Na toll. So, nehmen wir alles mit. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass unser Inventar bald... Fröhliche Weihnachten. So. Pupo Sinisterdecke oder Sinterdecke oder was auch immer das ist, nehme ich natürlich auch mit. Hier, das sieht sehr gut aus auf dem Tisch. Eine Koch-Media-Kapuze. So, alles zerdeppern, alles mitnehmen. Schön ist es hier einfach, sehr wohnlich. Vor allen Dingen aber auch so für ein, also ganz ehrlich, im Schloss wohnen, finde ich immer eine romantische Vorstellung. Und wenn es dann nur so ein Steinschloss ist, finde ich das sehr, sehr kalt. Und vor allen Dingen, wie viel das kosten muss, das alles zu beheizen. Das ist eine Fleischfressende, ne? Ist ja süß. Okay, da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und hier haben wir den nächsten Dingens, aber auch wieder Ratten. Ich hätte hier eher Spinnen vermutet überall. Was tun die Ratten hier?
So, ich lock die immer in so eine kleine Gasse, damit ich die alle auf einmal treffen kann mit dem Stab. Der macht ja so ein bisschen Area Damage. Und deswegen locke ich die da immer in so einen Tunnel rein, da kann ich die alle treffen. So, der letzte Jolvanstein, der vorletzte Jolvanstein. Ein Winterwind bläst kälter als je zuvor. Der Sommer bringt unsere Brüder, unsere Clans nicht zurück. Was geschieht mit der Wache, die ich halte? Ja, das würde ich auch gerne mal wissen, wenn die Brüder nicht zurückkommen. Offenbar ist hier alles vergessen. Und vor allen Dingen, wo sind die Brüder und warum kamen sie nicht zurück? Wahrscheinlich, weil sie sich verwandelt haben. Was ist denn das? Ah, ein Kellerfenster, verstehe. So, und mich deucht, wir sind soweit in Bälde durch. Schön, dass es hier so ein Räumchen gibt, das einfach nur eingerichtet wurde, damit da oben so eine Leiche hängt. Finde ich eigentlich schön. Also vom Detailgrad her, jetzt nicht generell, dass da eine Leiche hängt, finde ich nicht unbedingt schön, aber vom Detailgrad her finde ich das gut. So, hier haben wir den Stein, den wir vorher nicht zu fassen bekamen. Der letzte der Steine. Die wird verwandelt. Ich spüre das Herz des Netzwalds mit ihrem Zorn pulsieren. Ihre Spinnen sind an den Toren. Wir glaubten, dieser Tag würde nie kommen. Die Witwe wandelt. Die Witwe wandelt. Trippelt da jemand über mein Netz? Und ich dachte, der Spaß wäre vorbei. Wer ist denn da? Wer öffnet mir da die Türe? Es ist die Witwe und ihre Allüre. Der Spaß wäre vorbei, dachte sie. Aber warum dachte sie das? Oh. Ah, ist das schön, wenn man so viel mitnehmen kann. Und ich habe das Gefühl, wir treffen nun also auf die Herrin dieses Schlosses. Obwohl es ihr eigentlich gar nicht gehört. Nun denn, wohlan, ihr Recken. Bringen wir sie zu Strecke. Es rührt sich jemand in Jolvan? Ah, doch gewiss nur eine jämmerliche Sterbliche aus dieser dem Untergang geweihten Stadt. Meine Katrusbrot würde sich gewiss gerne an jemandem wie euch laben. Die letzten von Jolvan sind tot. Euer kleines Städtchen folgt als nächstes. Sagt ihnen, die Witwe ist zurück und fordert ein, was einst ihr gehörte. Aber das ist doch eine Feier. Puh. Alter Finne. Na komm. Na, ah, ich bin gefangen gewesen. Ich mag das, wenn die noch ein bisschen leiden hinterher. Ihr fiesen Kreaturen, nein! Lasst ab, lasst ab! Ich schmecke doch nur ein bisschen nach Rebhuhn. Wie gut kann das schon sein? Eieieiei, mein lieber Freund. Giftdrüse, da können wir die Giftdrüsen sammeln. Das kann ja ein bisschen dauern. Ich hoffe, wir kriegen ja auch genug zusammen. Uah, Pollen in der Nase, ich habe eine Pollen in der Nase. Hilfe, ich muss gleich niesen. Pollenalarm, Pollenalarm, uah. Oh Gott. Meine Nase juckt gerade so, dass ich kann ja nicht mehr richtig reden. Alter, wir haben gerade wieder Pollenflug, merke ich deutlich. Ich habe gegen irgendwas Allergie, ich weiß aber nicht gegen was. So. Gegen Spinnen wahrscheinlich. So, hier nehmen wir auch mal mit. Beinschienen der Eisabwehr. Wir haben 7 Giftdrüsen jetzt gefunden. Das ist knapp die Hälfte. Ich gucke mal ganz kurz oben beim Thron. Wer will denn hier wohnen? Wer will denn so wohnen hier? Ich meine, jetzt zwar immer frisch essen und so, aber erstens, Menschenessen ist ja auch ein bisschen schäbig. Würde mir persönlich, glaube ich, nicht so schmecken. Ich weiß nach Hühnchen, aber weiß ich nicht. Wäre nicht so meins. Kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend. Gerade als YouTube-Partner muss man ja auch Menschen essen. Das wird ja vorausgesetzt. So, und aber generell
bevorzuge ich dann doch lieber einen Joghurt oder einfach einen Schnitzel aus Hühnchen zum Beispiel. Oder aus Tofu. Ah, na, Schnitzel aus Tofu bin ich skeptisch. So, dann folgen wir der Witwe mal. Von hier kommen wir. Aber mir scheint, wir müssen auch genau da wieder hin. Wir müssen zum Ausgang? Wieso laufe ich... Ah, Orientierung wie ein Flusspferd. Und das Flusspferd hat Google Maps. So. Wo soll ich denn noch Giftdrüsen herkriegen? Da muss ich ja random... Ach, hier! Danke! Das ist aber lieb von dir. Hast du mitgedacht? Boah. So, freue ich mich ein bisschen. Giftdrüsen nehmen wir natürlich mit. Drüsi, 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 Drüsi. Na du Süsi, gib mir dein Drüsi. Da hängt nur ein Skelett cool ab und wir laufen weiter zum Ausgang. 8 Drüsen haben wir jetzt, mehr als die Hälfte. Es läppert sich und hier kommen doch bestimmt auch gleich wieder Spinnen. Spinnen? Haha, da ist auch Verlass drauf. Nein, ich wollte gerade noch ausweichen. Huah. Ich muss mal das hier machen. Boah, Alter. Ich mag diese Wimmelmusik, mag ich mal ganz gerne. Uah, ist echt ein Wimmelspiel quasi. Eieieieie. So, haben wir es jetzt. Mal gucken, wie viel Drüsen wir jetzt noch brauchen. Das können wir ja scheinbar alles in einem Abwasch machen. Broch, 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 broch. Haben wir alle abgeerntet? 10 von 15. 5 fehlen uns noch und ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir lang müssen. Ach, 14 von 15. Uns fehlt noch genau eine von hier. Komm, es war doch so klar. Habe ich das Flusspferd mit Google Maps erwähnt? Ich bin mir gar nicht so sicher. So, dann laufen wir eben wieder hinaus. Auf der Reise nehmen wir natürlich noch ein bisschen was mit. Zum Beispiel dich. Mist, ich wollte ausweichen. Ich schwöre. Aber jetzt spielt es eh keine Rolle mehr. So, Giftdrüsen, Lehrlingszepter haben wir auch. Wir nehmen einfach mal ein paar Giftdrüsen mit, kann ja nicht schaden. Den Rest verkaufen wir. Giftdrüse, Giftdrüse, Giftdrüse. Und wir kriegen noch ein paar grüne Waffen, weil Spinnen ja so gerne mit Waffen rumlaufen, das weiß man ja. Ciao! Hallo? Nein, nicht jetzt speichern! Bist du bekloppt? Alter, ich hab dich voll getroffen, du kannst mich nicht angreifen. Was fällt denn hier ein? Guck mal ins Regelbuch, das gilt nicht. So, schade. Jetzt, wo wir die Drüsen nicht mehr einsammeln können, können wir die Spinnen auch nicht mehr looten. Das heißt, sie haben auch keine grünen Waffen mehr dabei und nichts. Ich mach das eigentlich nur noch für die XP, dass ich die umklatsche. Weil das sind so viele Spinnen, da lohnt sich das in der Menge wieder. Und wir brauchen die XP ein bisschen, wenn wir hier leveln wollen. Und wir wollen ja möglichst viel leveln. Das wollen wir nämlich, um mit den ganzen Skills abzugrasen. Nein, ich bin doch ausgeweicht. Ausgeweichert.
Ausgewichen, ausgewichelt. So, 82 XP bringen die Kleinen und wenn du davon 10 umklatscht, dann hast du mal wieder 820 XP, was gar nicht so wenig ist. Deswegen gucke ich mal ganz kurz in diese Richtung hier. Aber ich glaube, hier kommt wahrscheinlich nichts, weil hier sollen wir auch gar nicht lang. Okay. Ich glaube, die bewachen einfach nur den Gang bis zum Eingang. Und wahrscheinlich greifen hier gleich noch welche an. So, einfach mal 164 Erfahrungspunkte mitgenommen, das ist doch ganz angenehm. Und ich fürchte, wir müssen in Richtung Yolvan, denn wir müssen die Stadt beschützen. Wo die Witwe jetzt ihr Unwesen treibt, man sieht es bereits auf dem Radar. So, alles mitnehmen. Und da hinten können wir runterspringen. Hopsa! Und jetzt zurück in die Stadt. Die wir leider erst in der nächsten Folge erreichen, denn dann erst werden wir dort ankommen. Das ist der logische Rückschluss, jawohl. Und dann schnappen wir uns auf jeden Fall die Witwe. Und ich frage mich, das ist doch eine Feige, was ist denn mit der passiert? Ich dachte, die leben ihr belangloses Leben. Ich weiß gar nicht, wie denn die das belanglos? Nee, weißt du schon, ne? Zwischen Gedichten und Geschichten. Also irgendwas ist da vorgefallen. Vielleicht spielt sie einfach nur ihre Geschichte. Man weiß es nicht. In der nächsten Folge finden wir es hoffentlich heraus. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.